life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. And I'm changing who I am, I'm making. Ja, servus liebe Zigana-Aficionados, wir haben heute ein weiteres Review am Start. Ich habe leider das Zipfelchen schon abgebrochen hier. War hier so dran, so dieses Schweineschwänzchen, wie auch immer. Ja, wir haben die Don Diego, die Special Edition am Start. 1982 Special Edition, 40-jähriges Jubiläum. Don Diego ist eher so eine milde Geschichte aus der Domrep, ja, und günstig. Und hier haben wir dann schon so einen Klopper am Start, so eine Toro. Ja, 14,92 cm, also knapp 15 cm und 52er Ringmaß für 10,80 Euro. Der Blend ist komplett geheim. Das war ja ähnlich bei der Vega Fina hier auf der Tiger. Ja, das Deckblatt war, glaube ich, so ein bisschen bekannt. Das war Nicaragua-Deckblatt, aber Umblatteinlage war dann geheim. Und deswegen kommen wir auch jetzt zu dieser ganzen Geschichte hier, hoppsala. Weil Don Diego ursprünglich in den Kanarischen Inseln, auf den Kanarischen Inseln ja, hergestellt wurden und dann später eben 82 nach Domrep gewandert ist, zur Tabacalera de Garcia, die eben auch Vega Fina zaubern. Und deswegen 82 war das halt eben der Fall. Und es ist einfach so eine kleine Hommage an die Tabacalera de Garcia. Und ja, hier auch der Blend komplett geheim, aber hier und da habe ich ein bisschen gelesen, dass wahrscheinlich doch das Deckblatt und das Umblatt Nicaragua sein müssten und die Einlage ist so ein Mix aus Nicaragua und Domrep. Und das ist ja auch so ähnlich, wie ich es vermute bei der Nicaragua, beziehungsweise Entschuldigung, bei der Vega Fina, hier auf der Tiger meinte ich natürlich. Ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich sogar eine Nicaragua Puro oder Nicaragua, 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 Domrep. Ja. So vermute ich das, ja, und eventuell ist das hier auch, ich meine, das tue ich mir jetzt so zusammenbiegen natürlich, ganz klar, aber warum nicht, ja, haben sie gesagt, hey, wir haben jetzt ein bisschen experimentiert, ja, jetzt haben wir eine coole, ja, Tiger rausgebracht, die war sehr beliebt so vom Aroma her, nicht schlecht, machen wir doch aus diesen Tabaken, weil ansonsten ist der Tabak komplett geheim, also ob es jetzt Jalapa ist, Esteli, ob es jetzt was weiß ich was, für Tabak ist Criollo-Samen und was weiß ich was. Ne? Das ist komplett, eigentlich ist die Zigarre hier komplett geheim, aber viele meinen, sei Nicaragua, also viel Nicaragua dabei. Soll etwas kräftiger als die Don Diego, die Klassiker sein. Und das geht auch in diese Richtung dann, ne? Weil die kaufen halt irgendwie gewisse Tabake ein oder die haben halt irgendwie gewisse Tabake, wo sie sagen, hey, der Haufen liegt jetzt seit 3 Jahren da, da machen wir was draus, machen wir 2, 3 Linien. Dann lass man wieder weiter liegen oder so. Und ich denke mal, so machen die das dann halt schon auch. Es ist jetzt nicht so, dass sie für jede Limitada oder für jede Linie halt dann immer, vielleicht machen sie es öfter so, aber nicht immer, dann immer sofort neue Tabake einkaufen, sondern die haben natürlich schon auch Tabake am Start, auf die sie sowieso zurückgreifen oder dann, ja. Das, wie gesagt, das ist gar nicht so romantisch, wie man denkt. Ja, aber kommt so vom Kaltgeruch her relativ mild daher, so eine leichte Süßlichkeit, so eine leichte holzige Nuance und halt im Nachhinein so ein bisschen der Pfeffer. Ja, hier Vega Fina, Kratter. Vom Kaltzug, also relativ festgerollt. Mhm. Hm. Hm. Bisschen Creme, ja. Auf jeden Fall so ein bisschen holziger Touch. Hm. Also relativ zurückhaltend, muss ich so sagen. Ja. Hier auch Vega Fina hätte ich es nicht gemacht. Jetzt ist das Ding kollabiert, hätte ich einfach weitergezündet. Mhm.
Wegen Fina, Chat Flame, ja. Oh ja. Also normalerweise ist es geheim, aber eine Seite habe ich jetzt gesehen, die sagt ja, dass es schon nicht geheim ist in dem Sinne, sondern Nicaragua, Domrep, aber halt die Tabake an sich, wie alt die sind oder aus welchem Gebiet, welche Samen und so. Das soll geheim sein, aber weiß ich nicht. Ja, also cremig ist er auf jeden Fall. Auch so ein bisschen, bis sie sich entwickelt. Ja, so eine leichte, grasige Bitterkeit, so eine Floralität, so ein bisschen kommt hinzu. So ein bisschen was Nussiges vielleicht. Aber ich merke jetzt schon auch so, der weiße Pfeffer irgendwie so 2,5, 3 von 10, der steigert sich so ein bisschen. Er macht einen soliden Eindruck, ein bisschen peppigeren, floraleren Eindruck. Ja, das ist mein erster Eindruck, nicht schlecht. Vor allem das Cremige ist nicht schlecht. Ich melde mich dann im Update. Ja, also Abbrand ist sehr gut. Jetzt kommt schon eine dominante Ledrigkeit mit hinzu, auf jeden Fall. Würde ja für Nicaragua schon sprechen. Ansonsten Grundwürze, ja, aber so stark ist sie nicht. Also so eher dieses florale, leicht säuerlich-grasige ist so ein bisschen im Vordergrund. So ein bisschen diese Erde fast schon. Ja, würde ja theoretisch auch für viel Nicaragua sprechen. Ja, so ein fast schon so ein Schwarztee-Kräutertee-Touch. Und ja, dieses Süßliche vielleicht hier und da. Ja, bin gespannt. Da noch sich groß was tut, weil ich habe so einen Moment gehabt, oh, jetzt kommt was Fruchtiges, so ein bisschen Domrep-Style, aber das war dann wieder sehr schnell vorbei. Aber ja, schönes Deckblatt, weil es so eine gewisse Struktur hat. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, wahrscheinlich schwierig, das zu sehen, dass es halt ganz viele so kleine dunkle Stellen, so ein bisschen, ja. So mondmäßig, als ob das irgendwie so als ob das irgendwie so ein Blätterteig wäre und da so Mond durchschaut, keine Ahnung. Ja, so ein bisschen Struktur einfach, ne? Ja, super Abbrand nach wie vor. Schöne Asche, schöne Farbe. Jetzt kommt das erdige Florale mehr hervor. Sie wird ein bisschen intensiver, auch das grasige, leicht bittere, kräuterhafte ist so ein bisschen jetzt im Vordergrund. Und hier und da eben dieses leicht nussige, süßliche, hier und da dieses Tutti Frutti, fruchtige. Mehr aber nicht. Also die Aromen sind im Prinzip von Minute 5 an gleich bis jetzt. Also sie ist sehr geradlinig, schrägstrich langweilig kann man auch sagen. Aber die Aromen wechseln sich immer so ein bisschen von der Intensität her ab. Verarbeitung gut. Also ich kann nichts Negatives sagen, außer diese extreme Geradlinigkeit. Aber trotzdem hat sie Substanz und schmeckt einfach. Also von dem her, 10,80 finde ich, ist ein fairer Preis. Ich habe keine Sekunde Angst, dass sie ausgeht. Rauchvolumen gut. Ja, hier und da kam die Creme doch wieder hervor, aber grundsätzlich ist es zumindest ab Minute 10 eher eine ledrige Angelegenheit, etwas trockenere Angelegenheit, aber trotzdem, ja, schönes Ding. So, jetzt sind wir bei fast 2 Stunden, du bekommst für deine 10,80 schon auch einen langen Smoke, also knapp, also 100, 110, 105, 110 Minuten. Jetzt kommt die Erde deutlicher hervor, sie wird auch so ein bisschen schärfer, jetzt wird sie so ein bisschen ungestümer und ich denke, jetzt ist auch langsam Zeit abzulegen, weil aromatisch kommt da nicht wirklich viel, außer dass die Erde richtig krass, in Anführungszeichen, durchgeschlagen ist. Ja, aber trotzdem, coole Zigarre, 3,5 von 5, würde jederzeit wieder rauchen, gute Verarbeitung, gutes Rauchvolumen, ist halt extrem geradlinig, aber trotzdem schmeckt, ja,